Guten Tag, ich möchte Sie ganz herzlich bei unserer Präsentation über unser neues Produkt Medienstation KS2 willkommen. Mein Name ist Radek. Wenn Sie Fragen über unsere Produkte später hätten, kontaktieren Sie mich bitte unter radek@a-dena.com. Vor allem möchte ich betonen, dass AREC eine Komplettlösung der Media Capture anbietet. Wir haben alles, was Sie brauchen, wie Sie jetzt sehen können. Das wäre Medienstationen, die sind ein Kern unseres Systems. Zurzeit stehen für Sie vier Models zur Verfügung. Alle können das Video mixen, aufnehmen und gleichzeitig auch live übertragen. Dann haben wir Full-HD-IP-Kameras. Eine ist mit 18-mal Optical Zoom, um den Moderator im Nahansicht zu filmen. Das andere Modell hat einen weiten Betrachtungswinkel, um das Publikum zu filmen. Damit der Moderator immer in der Mitte des Filmes bleiben kann, bieten wir ein Auto-Tracking-Gerät, auf das jede Kamera festmachen können. Unsere Medienstation KS2 ist zurzeit die neueste Medienstation von AREC und die günstigste Lösung auf dem Markt. KS2 ist ein Standalone zuverlässiges, Entschuldigung, Linux-based Gerät. Man braucht keinen Computer, um es zu installieren. Es ist mobil und tragbar. Und jetzt, welche Features kann man in KS2 finden? Vor allem ist es Doppelkanalaufzeichnung. Damit können Sie digitalen Inhalt und Kamerasignal mit Full HD und 30 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Das zweite Feature ist sehr einfach live zu übertragen. Sie können zwei Kanäle mixen oder zwei verschiedene Videoquellen wechseln. Dann können Sie auf irgendeine VOD-Plattformen übertragen. Diese Plattformen können zum Beispiel YouTube, Ustream, Twitch oder zurzeit auch Facebook Live sein. Drittens wäre es die Fähigkeit, bearbeitetes Video und gleichzeitig auch zwei Originaldateien aufzunehmen. Nach dem Aufnehmen können Sie immer das Video in allen Softwaren zur Videoerstellung bearbeiten. Jetzt werfen wir einen Blick auf das Interface der KS2. In der Vorderseite finden Sie einen USB-Steckplatz, um Videos zu exportieren. Es ist sehr einfach, mit der Fernsteuerung das Video auf Ihr Flash Drive zu herunterladen. Die Rückseite wurde entwickelt, um möglichst einfach zu sein. Jeder Steckplatz hat ein entsprechendes Symbol, damit Lehrer, Manager, Ärzte oder Bloggers und so weiter auch verstehen können, wie jeden Steckplatz zu benutzen. Zum Beispiel, jeder VGA und HDMI-Eingabeschlitz hat einen Symbol, Computer und Kamera. Dasselbe gilt auch für den Audio-Eingabeschlitz, um zu wissen, wo das Mikrofon und beziehungsweise Ihr Audiosystem oder Lautsprecher einzustecken. Es gibt auch zwei Netzwerkports, einen für den Computer, um Netzwerkeinstellungen zu machen, der andere ist für den Router, um ins Internet zu übertragen. Der Schaltplan sieht so aus. Sie können alle digitalen Geräte verbinden, die VGA oder HDMI-Output haben. Das kann Ihr Smartphone
durch Wi-Fi-Display oder zum Beispiel AirPlay sein. Sie können das Video durch den Monitor erreichen, in die FTP hochladen, in die Flash Drive exportieren oder auf Online-Plattformen übertragen. Jetzt ist alles für die Endnutzer noch einfacher. KS2 hat eine Funktion, die Loop-Through heißt. Sie funktioniert aus Videoeingang in den VGA-Ausgang. Wenn wir über Benutzererfahrung sprechen sollten, dann haben wir die beste Lösung in der Industrie. Die intuitive grafische Benutzeroberfläche navigiert Benutzer, das System zu steuern. Es ist sehr einfach, mit der Fernsteuerung Video aufnehmen zu starten und stoppen, Layouts zu wechseln und zum Beispiel Video zu exportieren. Das Webinterface der KS2 ist benutzerfreundlich, wie zum Beispiel das Interface der KS710, wenn Sie die Erfahrung schon haben. Es gibt zwei Webpages in der KS2. Ein ist der Systemadministrator, wo Sie alle Einstellungen machen. Der zweite Page ist der Videomanager, wo Sie mit deinen Videos arbeiten. Auf diesem Webpage finden Sie alle Videos, die Sie aufgenommen haben. Sie können den Namen ändern, Beschreibung hinfügen, Videos herunterladen und löschen. Wenn Sie Live Broadcast klicken, sehen Sie, was Sie derzeit live übertragen. Jetzt, was die Spezifikationen betrifft, diese Medienstation unterstützt synchronisierte Aufnahme von zwei Videokanälen durch VGA und HDMI. Sie können das komplette Datenblatt auf unserer Webseite finden. Wenn Sie mehrere Fragen hätten, können Sie uns auch per E-Mail kontaktieren, wie ich schon gesagt habe. Und noch, unsere Webseite ist www.a-dena.com. Ja, noch einmal, KS2 ist sehr benutzerfreundlich. Damit wir Ihre Erfahrung noch verbessern, haben wir für Sie eine 32 GB Flash Drive gratis dazu gegeben. So funktioniert die Mediastation KS2 als ein wirkliches Plug-and-Play-Gerät. Mit der 32 GB Flash Drive können Sie mehr als 8 Stunden von Videos der HD-Qualität aufnehmen. Diese Videos wären, wie ich schon auch gesagt habe, ein Mixed und zwei originelle Videos. Egal, wo Sie KS2 Medienstation benutzen, sie wird immer für Sie Zeit und Geld sparen und einen zusätzlichen Mehrwert bringen. Kunden können verschiedene Ereignisse aufnehmen und übertragen. Ja. Hier können Sie einige Beispiele sehen. Everyone has a story, share yours. Das ist der Slogan der KS2 Medienstation. Dank unserer kostengünstigen KS2 Medienstation kann jetzt jede Person ein professionelles Video aufnehmen und es in die ganze Welt übertragen. Ja, das wäre alles, was ich heute sagen möchte. Danke Ihnen fürs Zuhören und wenn Sie Fragen hätten, kontaktieren Sie mich oder meinen Kollegen, wie ich auch schon gesagt habe. Ja, schönen Tag noch und bis bald.